Dr. Fernand. Ich habe heute die Ehre, über das Fasten zu reden und was Fasten für mich bedeutet wird. Genau, also die erste Begegnung mit Fasten habe ich im Volksschulalter gemacht. Damals wollte ich unbedingt probieren, Süßigkeiten zu fasten. Es hat nicht so funktioniert. War schwere Partie für mich. Aber ja. Ja, und so im Laufe der Jahre überlegt man sich halt, was jetzt gut ist zu fasten. Und für mich ist es halt dann immer mehr aufkommen, dass man sich halt mehr der Wirklichkeit widmet und nicht immer aufs Handy schaut oder fernsieht. Und dass man zum Beispiel die Großeltern öfter besucht oder irgendjemandem auch Freude macht, dass man mit ihm was unternimmt. Und ja, und was für mich noch sehr wichtig ist, was nicht nur während der Fastenzeit von Bedeutung ist, ist, dass man negative Gedanken fastet, dass man einfach positiv in den Tag hineingeht und versucht, alles was negativ ist, auch von einer positiven Seite zu sehen oder lernt es zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Und da habe ich jetzt zum Abschluss ein ganz nettes Bild für euch. Das war's auch schon wieder. Bis gleich!